Das hier könnte uns durchaus helfen. Ich glaube, ich erforsche das jetzt erstmal, bevor ich die nächste Opferung einsetze. Weil wenn wir dann natürlich die Getreideproduktion mal so richtig schön ankurbeln, wäre schon geil. Eigentlich in so ziemlich jeder Hinsicht. Haben wir nicht immer noch einen Warenstau? Nein, das ist Gott sei Dank gelöst, das Problem. Sehr, sehr gut. Du weißt wieder nicht, ob du... Ja, komm, ich glaube, wir reißen dich ein. Einfach mal ein bisschen unsere Logistik entlasten. Nee, macht keinen Sinn. Ich meine nicht, dass wir das jetzt hier groß bräuchten. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt mit dem Bier wirklich schon das einzige Ziel ist oder ob danach noch irgendein Event triggern wird. Ich gehe davon aus, dass irgendein Event triggert. Und dass es nicht so einfach ist, wie man vielleicht im ersten Moment denken mag. Schon wieder Salz. Euch fehlt Brot, aber immerhin ein Fleisch kommt eher ran. So, wir warten bei dir noch. Ich hoffe, du machst nur Pause. Ach, guck mal, jetzt hast du Kohle, aber kriegst kein Gold mehr. Welche Ironie. Vorher hat dir die ganze Zeit Kohle gefehlt. Ich freue mich, sobald hier die Ergänzung kommt. Irritiert dachte, hä, produziert der Brunnen jetzt nichts mehr? Aber war ja nur der Fischer, der da hockt. So, du bist gleich fertig. Wunderbar. Wenn du nämlich fertig bist, dann wäre ich geneigt, diese Wachhütte tatsächlich abzureißen. Werden wir hier unten zwangsläufig ein bisschen Land verlieren, aber ich gehe davon aus, dass es nicht zu viel sein wird. Und du dürftest ja einiges erstmal halten. Versuchen wir es einfach mal. Wenn es zu schlecht wird, können wir da hinten ja immer noch was drehen. Oh je, du bist jetzt wirklich alle. Schauen wir mal, was es für die anderen beiden Bergwerke heißt. Festung ist besetzt, sehr gut. Oh, wobei, wir haben hier doch einiges an Land. So, dann reißen wir dich mal ab. Zack. Ja, guck, sehr schön. Perfekt. Keine Flächeneinbußen in der Oase selber. So habe ich mir das vorgestellt. Können wir nämlich später den Weg ein bisschen anders machen und hier dann eine Farm hinbauen. Hier schon mal direkt der Holzfäller hin, der Platz schafft. Genauso wie hier. Zack. Ich glaube, wir machen hier nochmal ein Lagerhaus hin. Dann sollten wir, glaube ich, auch mal einige Lehmziegel anfordern. Aber wenn wir jetzt hier alles horten, wie die Wahnsinnigen, dann haben wir natürlich immer einen Warenstau, sobald wir ein paar Gebäude zusätzlich bauen. Was macht das denn? Ach, guck mal hier, da sind ja noch Steine, die wir ganz vergessen haben. Da kommt doch mal ein Steinbruch wie gerufen.
So, wir sind fast durch mit der Erforschung. Sehr schön. Wie viel Getreide haben wir angesammelt? 3? Mehr nicht in der ganzen Zeit? Ist ja erbärmlich. Oder habe ich irgendwo einen Abnehmer, den ich vergessen habe? Egal. Wir versuchen es. Ich überlege, vielleicht sollten wir uns doch überlegen, ob wir nicht mal diesen so Segen der fruchtbaren Felder machen. Der ist ja nicht allzu teuer. Bin mir da irgendwie unschlüssig. Warum habe ich Blitzbeben hier oben eigentlich nicht 12 Fischer hingemacht? Du hast nichts, du hast nichts. Da kommt was. Schön. Zählt das ja nicht als eine Felsformation, die Tiere anlockt? Bin ich mir da gerade unschlüssig. Aber egal, wir machen hier jetzt erstmal noch eine Jagdhütte hin. Damit wir hier ein bisschen mehr Fleisch bekommen. Denn ihr seid auch schon vom Fleisch abgefallen. Weil ihr nur noch Fische bekommt. So, 2 Wachhütten besetzt. Nice. Wachhütte. Holzfäller. Jagdhaus. Roadhaus. Ja, dann machen wir doch so. Und ich so. So, was haben wir eigentlich hier im Berg? Das habe ich ja noch gar nicht eruiert. Was ist denn da los? Ich bin doch sonst immer so neugierig. Da gehen wir noch da oben. Geologe. Hier. Ja, der Stein, ich weiß nicht, ob der jetzt so eine Felsformation ist, die und zeigt, dass wir da Jagdgründe haben. Warten wir erstmal ab. Im Jagdhaus direkt nehmen wir, aber trotzdem kriegt er nichts. Unglaublich. Unglaublich, ihr Lieben, unglaublich. Dann würde ich doch mal vorschlagen, machen wir einfach mal hier hinten noch ein Jagdhaus hin. Wenn wir wissen, da können wir es auch hier oben hin machen, dann ist es näher ran. Zack. Keine Ressourcen mehr. Weiß ich nicht, Digga. Schauen wir mal, wir geben dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Na, was passiert jetzt? Die ägyptischen Abtrünnigen taugen nichts und die schottischen Piraten sind Badewannenkapitäne. Ganz zu schweigen von diesem Opferungsdilettanten Wüterich. Ha! Erdbeben, Donner, Grollen, Blitzgewitter. Bis jetzt hast du gegen Menschen gekämpft, Hatschepsut. Nun musst du es mit einer Göttin aufnehmen. Oha. Ich fürchte deinen Zorn nicht. Das solltest du aber, denn in Kürze werde ich eine deiner Oasen unfruchtbar machen und die Häuser darauf zum Einsturz bringen. Und du kannst nichts dagegen tun. Arbeitet, meine Untertanen, arbeitet! Wir müssen die Getreideproduktion verdoppeln und das Bier abliefern, noch ehe Sachmet mit der Zerstörung beginnt. Ich verspreche euch dafür Sonderurlaub, Prämienzahlungen, Erfolgsbeteiligung bei Fertigstellung, aber legt euch ins Zeug damit! Wenn ich mich kurz einmischen dürfte,
Eine doppelte Getreideproduktion bekommt ihr auch günstiger. Am besten stattet ihr eurer Opferstätte einmal einen Besuch ab. Oh, Arbeiter, vergesst, was ich gesagt habe. Auf zum Tempel. Ja, ich hätte mich aber gefreut. So, voller Kornspeicher. Gut, dass wir das schon erforscht haben. Zack. Dann kümmern wir uns doch einmal um dieses Nebenziel. Oh, ich hoffe, es wird nicht die Oase, weil da hängt unser ganzes Militär dran. Ich meine, gut, ich habe genug Ausweichfläche, so ist es nicht. Wäre halt trotzdem doof. So, wir machen hier direkt mal einen Brunnen dazu, weil vielleicht kriegen wir dich noch schnell genug an die Produktion, bevor... Ja gut, wir können ja warten, bis wir das Ding auslösen. Aber ich weiß nicht, ob, wenn wir das auslösen, das dann triggert, dass Sachmet in der Oase platt macht. Das könnte auch sein. Okay, du produzierst... Ihr seid durch mit Eisen. McDoyle, ihr hier? Kommt ihr etwa, um euch für das ungebührliche Verhalten eurer Landsmänner zu entschuldigen? Diese schottischen Piraten haben uns ganz ordentlich zugesetzt. Das tut mir leid, werte Hatschepsut. Ja, in der Tat habe ich meine besten Männer zusammengerufen, um diesen Piraten das Handwerk zu legen. So etwas tut ihr für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Um genau zu sein, müssen diese unehrenhaften Rüpel zur Strecke gebracht werden, weil sie das Ansehen aller Schottenclans besudeln. Meine Leute und ich werden diesen Auftrag von einer Nachbarinsel aus erfüllen. Sehr schön, dann macht das mal, was auch immer das jetzt für uns heißt. So, du bist durch mit den Steinen, okay. Na, wo ist die Fahne? Da, zack. Ich wusste gar nicht, dass hier irgendwo Piraten lauern, aber gut, bisher sind sie uns noch nicht über den Weg gelaufen, also kann mir das auch erst einmal egal sein. Komm, hier ein kleiner Umweg, jetzt haben wir ja freie Fläche dafür. Kohle, okay. Und zwei Wachhütten besetzt, sehr, sehr gut. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Ich glaube hier oben... Ah, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Guck mal, entweder hiermit kriegen wir das hin, oder vielleicht, wenn wir den erweitern. Da bin ich mir gerade unschlüssig. Noch mehr Edelsteine, okay. Gut zu wissen. Ach, guck mal, jetzt haben wir richtig Platz. Da können wir einfach nochmal eine Ziegenzucht machen. Sehr gut, der Bauernhof ist fertig, aber der hat leider noch nicht mit der Produktion angefangen. Aber wir sind ja auch mit der Opferung eh noch nicht so weit, ne? So, die letzte Ziege kommt, sehr schön. Und dann noch vier Werkzeuge. Bringt ihr überhaupt schon Werkzeuge, oder... Ich meine, wir haben 55 auf der Tasche, das sollte ja wohl hinhauen. Ach, ihr seid schon... Ah, da sind sie. Ich habe sie gar nicht gesehen. Da die kleinen Hämmer, habt ihr sie gesehen? Da, so klein sind die. Aber unsere Siedler sind ja auch so klein, so knuffig, so... Ja, ihr seid definitiv durch. Umso besser, dann wird für die Salzbergwerke wenigstens mal was zu essen frei. Durch, sehr schön.
So, ihr Lieben, wir könnten die Opferung starten, aber das machen wir nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.